Das erwartet euch heute in der neuesten Episode der EAFC Hansa Rostock Hail. Wir sind mittlerweile schon 15 Spiele ungeschlagen. Es ist einfach unfassbar, wie diese Saison läuft. Können wir am Ende der Saison vielleicht sogar den Aufstieg oder die Meisterschaft klar machen? Das seht ihr gleich. Des Weiteren klopfen auch die ersten Vereine natürlich an unseren Spielern an. Wer wird denn den Verein eigentlich verlassen? Ziehen wir die Kaufoption von einigen Spielern? Das Ganze seht ihr jetzt. Nur eine Stimme weniger als Platz 1, Hansa Rostock. Es ist die 51. Minute und der Typ schießt 5 Tore. Moin Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Episode der EAFC 24 Hansa Rostock Karriere hier auf meinem YouTube-Channel. Willkommen zurück. In der letzten Folge haben wir einen sehr guten Run weiter fortgeführt. Wir sind schon eine ganze Weile ungeschlagen. Die letzten 15 Zweitligapartien haben wir nicht verloren. Da waren ein paar Unentschieden dabei, ja, aber wir haben keins verloren. Das letzte ist, wie gesagt, das war ein Spiel gegen Dresden, gegen die wir heute auch spielen. Das heißt, die könnten unsere Streak heute tatsächlich brechen. Zudem haben wir in der letzten Folge unseren Kader wirklich punktuell verstärkt. Wir haben uns einen neuen Linksverteidiger geholt mit Kilian Fischer und zudem haben wir auch nochmal auf der Stürmerposition nachgelegt mit dem Bruder von Oskar Højlund, und zwar Emil Højlund. Und was ich gerade sehen kann, wir haben unsere erste 80er Gesamtstärke. Thomas Berger auf dem linken Flügel, der Schweizer, hat es geschafft. Der Typ sieht übrigens krass aus von den Scorerwerten. Ich glaube, der hat diese Saison schon 10 Tore und 9 Vorlagen. Das ist sehr beachtlich, kann man sagen. Ah Leute, gegen wen spielen wir denn heute eigentlich? Die Abstimmung hat ergeben, dass ich auf jeden Fall wieder gegen Dresden spielen darf. Ich darf mich für das Hinspiel rächen. Und da haben eine ganze Menge Vereine zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme, es kann sich immer wieder ändern, ich habe noch keinen Screenshot gemacht, haben eine ganze Menge Vereine 2 Stimmen. Und ich würde sagen, da würde ich mal gegen einen Verein spielen, gegen den ich nicht so oft in dieser Karriere spiele. Und ich würde einfach mal sagen, komm, wir spielen gegen den KSC. Da bin ich erstmal gespannt, wie uns heute die Spieler ausgehen. Ich bin auch gespannt, ob wir heute ein Spiel verlieren. Weil sollten wir heute kein Spiel verlieren, ich glaube, dann ist der Aufstieg uns nicht mehr zu nehmen. Weil die Tabelle sagt aus, wir haben auf Platz 3 Darmstadt 10 Punkte Vorsprung. Auf den ersten Nicht-Relegations- oder Aufstiegsplatz sind es sogar 11 Punkte Vorsprung. Das ist saustark bisher in dieser Saison. Wir haben gerade mal eine Niederlage in der Liga. Zudem noch diese eine Niederlage gegen die Bayern im DFB-Pokal. Da muss man schon sagen, ich glaube, es ist diese Saison soweit. Ich hoffe es allerdings auch. Mit dem Kader müssen wir, wie gesagt, aufsteigen. Guckt euch das erste Team an. Der schlechteste Spieler hat eine 71, das ist Oskar Højlund. Und den könnten wir easy mit der 75 von Paul Wanner ersetzen. Also, das ist kein Problem. Zudem habe ich in der letzten Folge ja dieses eine Mega-Talent bekommen. Das war er hier, Adam Rayleigh, mit einer 67 aktuell und einem Mega-Potenzial. Da bin ich mal gespannt. Der hat 87 Beweglichkeit, 85 Ballkontrolle und das einfach schon mit 17. Ist ein Nordire. Okay, ich glaube, den würde ich auch irgendwann mal bald hochziehen wollen. Alex Arnold müssen wir auch irgendwann mal hochziehen. Der Typ, der denkt sich auch, Junge, wann nimmst du mich hoch, Mann? Ich habe eine 73. Der ist, glaube ich, nicht mal der schlechteste Spieler dann. Aber apropos Jugendspieler, wer scoutet die ganze? Richtig Jugendscouts. Und wo soll ich die eigentlich hinschicken? Das habt ihr reingeschrieben. Meine beiden Jugendscouts sind ja wieder zurück und den einen soll ich mal nach Südafrika schicken. Und der andere, also nach Skandinavien oder Schweden wurde genannt, da Skandinavien und Schweden gut zu kombinieren sind, schicke ich den einen nach Schweden und den anderen nach Südafrika. Wird die da diesmal aber 9 Monate hinschicken tatsächlich. Mal gucken, ob wir irgendwelche schönen Talente finden. Muss ich mir nur merken, dass die Scouting-Berichte jetzt natürlich dann immer an welchem Tag kommen die dann logischerweise jetzt? Immer am 2. Okay. Soll natürlich wie immer gesagt sein, lasst gerne ein Like unter diesem Video da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wir nähern uns wirklich so langsam dem Saisonende, weil nächste Folge steht ja natürlich dann der Saisonendspurt an. Da sind genau diese 3 Spiele hier, Heidenheim, Hamburg und Nürnberg. Und ich würde sagen, ich spiele nur ein Spiel davon, weil wir springen ja noch in die kommende Saison. Vielleicht sogar erstklassig. Und dann müssen wir den Kader umkrempeln und das braucht ein bisschen Zeit. Deswegen nur ein Spiel, nächste Folge selbst spielen, die anderen beiden schnell simulieren und hoffentlich als Meister oder Zweitplatzierter aufsteigen. Ich hoffe natürlich irgendwie als Meister. Ich habe Bock, Zweitligameister zu werden. Und im Idealfall legen wir hier gleich gut los mit einem Auswärtsspiel in Bochum, wo wir... wo wir 2-1 verlieren. Okay, das ist nicht gut. Aber Bochum ist einer der stärkeren Gegner. Jetzt hat Heidenheim uns leider wieder überholt und nur noch 8 Punkte Vorsprung auf den HSV. Perea ist stolz, dass er so viel in der ersten Mannschaft spielen darf. Du, bei inzwischen 20 Saisontoren ist das, denke ich mal, klar. Und dann stehen wir auch schon vor dem nächsten Spiel gegen den Karlsruher SC. Ich würde vorschlagen, ich gehe schon mit der Mannschaft hier rein.
Wobei, komm, wir starten mal den Heulund von Anfang an. Dann kann Pereira von der Bank kommen. Wir gehen rein in dieses erste Spiel. Heimspiel gegen den KSC. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Damit ein herzliches Willkommen zur ersten Partie in dieser Folge, die wir selbst spielen werden. Hansa Rostock empfängt den KSC. Stindel spielt leider nicht mehr bei den Karlsruhern. Ich glaube, er hat seine Karriere inzwischen schon beendet. Hier sehen wir die Rostocker, wie sie sich warm machen vor unserem wichtigen Heimspiel. Und wir hoffen natürlich auch wieder hier 3 Punkte an der Ostsee zu lassen. Hoffen, dass das Spiel zu unseren Gunsten ausgehen wird. Und gehen damit jetzt rein. Bis gleich. So, Leute, wir sind drin. Trikotauswahl tatsächlich nicht optimal gewesen von mir. Das hätte ich schon mal etwas besser überprüfen können. Wir gehen rein in diese erste Partie gegen den KSC. Sehen uns in Szene 1 wieder. Bis gleich. Ich schiele jetzt ja auch schon ein bisschen auf das erste Saisontor für Emil Heulund. Bin mal gespannt, wie oft ich die beiden in der Karriere noch verwechseln werde vom Vornamen her. Und damit geht es los mit Brayden Manu, der verfolgt wird. Gleich mal für Heulund. Der ist komplett frei. Und der überlobt den auf der Linie geklärt. Glück für den KSC. Toni Kroos. Komm, steh auf. Bleib nicht verletzt liegen, mein großer Mann, Junge. Das ist die Chance. Was war das denn von Vassiliadis? Aber nehme ich mit. Erste Möglichkeit für uns. Chance für den KSC, die erste. Tomiak geht da nicht mit ran. Javi Sanchez nochmal quergelegt. Komplett zentrale Position. Und Wesley verzieht diesen tatsächlich. Vor allem, Leute, ich habe mir vor dem Spiel einfach mal die Statistiken unserer Spieler angeguckt. Und Lias Koch, unser Torwart, hat einfach eine Vorlage. So, Freistoßmöglichkeit für Hansa Rostock. Toni Kroos wird diesen natürlich ins Zentrum bringen. Der kommt gut. Oh nein, Heulund. Das ist genau die gleiche Situation wie gerade eben für Wesley. Den muss er zumindest mal aufs Tor bringen. Aber was für ein schöner Freistoß von Toni Kroos. Manu im Doppelpass mit Heulund. Und Manu, der hat noch nicht so viele Tore in dieser Saison geschossen. Macht auch nicht das 1:0. Er zieht genau auf den Keeper rauf. Warum macht er das? Ärger für Heulund. Der hat jetzt mal ein bisschen Platz. Der hat ein bisschen Platz und zurück zum Tor. Das ist Emil Heulund. 1:0 nach 36 Minuten für Hansa Rostock. Und es ist das erste Saisontor. Und das erste Karrieretor im Dress von Hansa Rostock für Emil Heulund. Leider kommt dieser Assist nicht von seinem Bruder, sondern von Thomas Berger, der jetzt bei insgesamt 20 Scorerpunkten steht. Nämlich 10 Tore und 10 Vorlagen. Das ist eine ordentliche Quote. Nach wo sind wir gerade? Irgendwie 22 Spielen? Toni Kroos hat mal eine Idee. Was ist das für ein Ball? Oh, es war abseits. Hilfe, wie knapp. War das knapp? Das muss ich mir angucken. Wir schauen ja auf die... Oder? Ah, da hinten kommt er. Wie knapp war das? Okay, war schon deutlich. Möglichkeit. Komm, jetzt. Heulund auf Heulund. Let's go. Das ist Emil Heulund mit dem 2:0. Und die Vorlage kommt von seinem Bruder Oskar Heulund. Doppelpack für Emil Heulund. Direkt nach diesem großartigen Pass von Toni Kroos haben wir gleich die nächste Möglichkeit. Gut abgefangen hier. Weitergeleitet der Ball auf Oskar. Der legt auf für seinen Bruder Emil. Und es steht 2:0. Kurz vor der Pause für Hansa Rostock. Die Nummer 17 mit einem Doppelpack. Oh, was macht Donkor? Was macht Donkor dort? Die Möglichkeit für den KSC und der Anschlusstreffer Wesley. Diesmal macht er ihn rein. Da ist nämlich Donkor gerade aufs Feld draufgekommen. Der verliert da ganz schlecht den Ball. Und dann spielt der KSC es über die rechte Seite. Tomiak und Donkor gehen nicht beide in den Zweikampf rein. Da ist Lias Koch leider geschlagen. Wesley mit seinem nächsten Tor hatte meines Erachtens nach auch im Hinspiel getroffen. Aber die Antwort von Hansa Rostock ließ nicht lange auf sich warten. Thomas Berger. Bisher heute einen Assist gesammelt. Legt er den zurück für Pereira. Der scheitert an der Mauer. Banner für Berger. Der im richtigen Moment für Pereira. Der überlegt zum 3:1. 67. Minute. Und Hansa Rostock hat wieder den 2-Tore-Abstand hergestellt. Und natürlich ist es Juan José Pereira, der Kolumbianer. Mit seinem 21. Saisontor, glaube ich. Wir sehen, was gut gespielt über Berger, der sich freiläuft. Die gute Übersicht für Pereira. Der überlegt unten rechts ins Eck. Stolpert hier noch leicht über den Keeper rüber. Und er zieht das 3:1. Vassiliadis, guter Blick für Juan José Pereira. Der zieht jetzt Tempo an. Zieht ab. 4:1. Entscheidung. 84. Minute. Doppelpack für José Pereira. Damit können wir auf jeden Fall den Deckel drauf machen. Pereira mit einem Doppelpack nach Einwechslung. Stark gemacht. 13 Meter Distanz zum Tor. Saustark ins lange Eck geschossen. Ziemlich viel Bums hinter dem Schuss. Das 4:1 durch den Kolumbianer. Das lässt sich auf jeden Fall sehen. Der KSC auch eine Mannschaft, die, glaube ich, im Tabellenmittelfeld unterwegs ist. Die sind ja normalerweise mit oben dabei. Was für ein Abwehrfehler. Und Paul Wanner kann das Ganze doch nochmal bestrafen. Legt den ab für Pereira. Ah, da hat er den Dreierpack gewollt. Doch nochmal eine Möglichkeit für den KSC. Ans Außennetz geht der, letzte Chance gewesen.
damit siegt Hansa Rostock mit 4:1 gegen den Karlsruher Sportclub. Und ja, nach der Niederlage gegen den VfL Bochum können wir also wieder auf die Siegestraße einbiegen. Leute, wir sehen Heidenheim hat gegen Nürnberg verloren. Das bedeutet, wir sind, glaube ich, wieder zurück an der Tabellenspitze. Und so sieht es auch aus. Ein Punkt Abstand und nur noch 7 Punkte auf Darmstadt. Okay. 60 Tore nach 26 Spielen. Wir sind schon ein bisschen weiter in der Bundesliga drin. Okay. Aber das ist mehr als ordentlich. Das ist wirklich mehr als ordentlich. Und am besten jetzt gleich noch gegen die Dresdner gleich nochmal 3 Punkte holen. Das wäre schön. Gleich nach dem Sieg gegen den KSC folgt das Spiel gegen Dynamo Dresden. Auch dieses Spiel spielen wir selber. Und das wird nicht leicht. Die Dresdner sind immer schwer zu schlagen. In einer Parallelwelt habe ich mir sagen lassen, dass sie schon alles gewonnen haben, gefühlt. Unter einem sehr ähnlichen Trainer. Wir gehen rein in dieses Spiel. Dynamo Dresden empfängt Hansa Rostock. Den Spiel konnten wir leider nicht gewinnen. Haben wir zu Hause mit 2:1 verloren. Rückspiel will ich mindestens mit 2:1 gewinnen. Damit gehen wir rein und sehen uns in Szene 1 wieder. Bis gleich. Sanchez lässt den ersten stehen mit dem Ball ins Zentrum und schon mal eine Ecke. Oder einem Freistoß. Das kann natürlich auch sein. Freistoßposition. Handspiel vom Dresden-Spieler. Thomas Berger. Ist dieser Ball vielleicht sogar drin? Der bleibt hängen. Aber kommt zu Braden Manu. Es war abseits. Für Fischer. Fischer für Berger. Berger zieht nach innen. Berger zieht ab. Und er ging knapp rechts vorbei. Ich bin mal auf Adam Rayleigh gespannt. Den werde ich auch bald hochziehen müssen, denke ich mal. Oh, gefährlich, den so hier zu spielen. Was machen denn die Dresdner da? Riskantes Spiel von Dynamo. Oh, das macht er gut. Der Braden Manu in der Mitte ist jetzt Perea. Der legt ab für Wanner. Der läuft weiter. Der Pass ist nicht gut gewesen. Das war eine gute Möglichkeit, um in eine sehr gute Abschlussposition zu kommen. Leider kein Tor für Hansa Rostock. Aber ein Fehlpass direkt auf Perea. Und jetzt geht's, wenn Dresden Pech hat, genau wieder auf Richtung des eigenen Kastens. Aber der Abschluss mit links ist nicht gut. Die Dresdner sind weit zurückgezogen. Was Brain Manu hier mit den Gegenspielern macht, ist einfach nur wunderbar. Dresden jetzt mit der ersten Möglichkeit. Sie befinden sich schon im Strafraum. Der Rostocker Abschluss. Lias Koch ist zur Stelle. Stark gemacht wieder von Brain Manu. Also was er heute mit dem Linksverteidiger anstellt, ist ganz große Klasse. Das könnte man ungeschnitten auf irgendeiner bestimmten Seite hochladen, die ich jetzt namentlich nicht erwähnen werde. Oh, da ist die Möglichkeit. Koch kann den nicht festhalten. 42. Minute. 1:0 für Dynamo Dresden. Das können wir wirklich besser. Dresden geht tatsächlich in Führung und wir machen unsere Bälle wieder vorne nicht rein. Hier sehen wir es gut rausgespielt. Auf einmal ist die Mitte offen. Hansen ist rausgerückt. Koch kommt da noch mit dem Unterarm ran. Kann den Ball aber leider nur noch entscheiden. Abfälschen und nicht halten. Der geht leider doch ins Tor. Und ich hoffe, das zählt jetzt nicht als Eigentor für Lias Koch. Freistoßmöglichkeit kurz vor der Pause gibt es nochmal. Ich erinnere an ein ähnliches Tor, was wir geschossen hatten gegen Borussia Mönchengladbach. Aus ähnlicher Position. Cooler Kopfball. Leider ist der nicht drin. Natürlich muss Hansa Rostock jetzt mal kommen. Es ist nicht mehr viel Zeit. Eine Halbzeit und 2 Tore aufzuholen gegen Dresden, die schon im Mittelfeld bisher gesetzt sind. Also als Aufsteiger sich so in der Mittelfeldtabelle zu etablieren, ist doch schon eigentlich mal eine starke Leistung. Manu mit der Balleroberung. Jetzt geht's schnell. Perea auf einmal frei durch. Jetzt muss er den Ausgleich machen. Perea mit dem Ausgleich für Hansa Rostock. Da haben wir den Ausgleich durch Juan José Perea. Natürlich trifft er. Und der war tatsächlich überfällig. Stark durchgesetzt. Was der Verteidiger da macht, kann ich euch leider nicht verraten. Sehr zentral geschossen. Der Torwart sieht, glaube ich, bei dem Schuss auch nicht ganz so gut aus. Ja, der lässt ihn irgendwie vorbei. Irgendwie ganz komisch. 22 Saisontore für Juan José Perea. Lias Koch. Einen härter noch. Gott sei Dank. Etwa für Heulund. Heulund für Perea. Nicht im Abseits gewesen. Und Perea ist deutlich schneller als Kevin Ehlers. Das ist Perea. Leider nicht mit dem Tor. Diesmal scheitert er am Keeper. Das war nicht gut gemacht. Keeper muss den irgendwie weghauen. Da gibt es die Chance für Perea. Abgelegt. Etwa das Manu am zweiten Pfosten. 2:1 für Hansa Rostock. 80. Minute. Spiel ist gedreht. Endlich darf Braden Manu mal wieder treffen. Und es war auch nur eine Frage der Zeit, bis auch das zweite Tor fällt. Von Dresden kommt nicht mehr allzu viel. Perea legt ihn hier ab für Etwa. Der versucht es. Gute Parade erst noch vom unaussprechlichen Keeper. Ich will seinen Namen erst gar nicht versuchen. Ich kenne ihn noch beim letzten Jahr. Und ja, Braden Manu aus sehr spitzen Winkel. Fast wäre da noch dran gewesen. Und die Dresdner versuchen es aber nochmal mit einem Schüsschen von Zimmerschied. Kriegt Dresden nochmal die Möglichkeit? Nee, die bekommen sie nicht. Hansa Rostock siegt in Dresden mit 2:1. Rächt sich damit für die Hinrundenniederlage. Und wir bleiben weiterhin Tabellenführer. Mal gucken, wie der Rest gespielt hat. Aber auch Heidenheim hat gewonnen. Allerdings hat Darmstadt verloren. Es sind wieder 10 Punkte Abstand auf Darmstadt und Bochum. Und es sind nur noch 7 Spiele zu gehen, Leute.
Wir haben jetzt übrigens mit Javi Sanchez die zweite 80er Gesamtstärke. Für Hannover 96 sieht es in dieser Saison gar nicht gut aus. Sie verlieren auch zu Hause mit 2:1 gegen Hansa Rostock. Berger mit einem wunderbaren Doppelpack bei den Niedersachsen. Damit können wir auch dieses Spiel gewinnen und sind inzwischen wieder auf einer 3-Match-Winstreak. Paris Saint-Germain möchte auch einfach mal Oscar Fischer kaufen direkt. Das zeigt, dass er ein ordentlicher Spieler ist, wenn er bei PSG auf dem Zettel steht. Und Tobias Bech möchte gerne weg. Okay, weil er nicht genug spielt. Verstehe ich allerdings auch. Vor ihm stehen Berger und Manu, aber er hat gerade eben noch gespielt gehabt. Leute, wir haben unsere dritte 80er Gesamtstärke. Nach Berger und nach Sanchez hat es auch Brayden Manu tatsächlich geschafft, mit knackigen 30 Jahren nochmal auf eine 80er Gesamtstärke zu kommen. Cool, das freut mich auf jeden Fall für ihn. Und ich hoffe, ich kann mich jetzt auch gleich an einem Sieg erfreuen. Wir haben nämlich den SV Sandhausen zu Gast. Die sind in den Abstiegsplätzen stark vertreten. Hier gewinnen wir mit 2:1. Ob jetzt Heulund einen Doppelpack gemacht hat, welcher von beiden, kann ich euch nicht sagen. Es haben auf jeden Fall beide gespielt, tatsächlich. Also auch ein 2:1, während meine Schalker gegen Dynamo Dresden 4:1 gewinnen. Ein weiterer Sieg für Hansa Rostock. Und Besiktas sagt 10,5 Millionen Euro für einen Spieler, der weg will. Und Leute, 10,5 Millionen ist eine ordentliche Summe. Tobi Bech wird uns am Ende dieser Saison verlassen, wird in die Türkei wechseln, auch nach Istanbul. Zwei Spiele noch in dieser Folge, wenn wir die beide gewinnen, Leute, ich glaube, dann sind wir durch. Wir können in dieser Folge den Aufstieg klar machen, sehe ich gerade. Wir haben 11 Punkte Vorsprung auf den HSV. Cadiz möchte auch 10 Millionen Euro für Alex Arnold bezahlen, den wir gar nicht brauchen in dieser Karriere. Ich meine, ich habe jetzt eigentlich ein potenzielles Talent weggeworfen, aber ich habe Julian Hetwa und Brayden Manu auf den Flügeln. Zudem haben wir mit Adam Rayleigh auch noch ein saustarkes Talent. Besiktas holt sich Tobias Bech. Ein Sieg fehlt noch bis zu den Playoffs. Was für Playoffs? Es gibt keine Playoffs, aber okay. Oh Leute, das ist ein sehr wichtiges Spiel. Es geht zu Hause gegen das Kleeblatt aus Fürth. Schnellsimulation. Und du verlierst mit 2:1. Okay, warum nicht? Manu. Ach, die Fürther sind mein Kryptonit, Leute, ihr wisst es. Also mit einem Sieg im nächsten Spiel gegen Kaiserslautern spielen wir zumindest mal Relegation, Leute. Alex Arnold wechselt nach Spanien für glatte 10 Millionen Euro. Also wir kriegen nochmal ordentlich Schotter für Jugendspieler, die wir einfach nur hochziehen. So, Leute, können wir tatsächlich gegen Kaiserslautern die Relegation klar machen. Auf geht's, ein Sieg gegen den 1. FCK und ein 0:0. Ey, ich mach's umsonst spannend. Was sagt denn die Tabelle am Ende dieser Folge? 4 Punkte Vorsprung auf Heidenheim, 8 Punkte Vorsprung auf Darmstadt. Vor allem, Leute, wir können im nächsten Spiel gegen Heidenheim eigentlich praktisch alles selbst klar machen. Wenn wir gegen Heidenheim gewinnen, haben wir die auf jeden Fall hinter uns. Und dann haben wir auch Darmstadt auf jeden Fall hinter uns. Also ein Sieg gegen Heidenheim im nächsten Spiel und wir sind Zweitligameister. Dementsprechend wird es für die auch sehr eng und wenn Saarbrücken nicht gewinnt, sind sie auch so gut wie abgestiegen. Die können dann nicht mehr auf den Relegationsplatz kommen. Für Sandhausen wird es auch sehr schwer. Darüber auch schon 6 Punkte Abstand zwischen Ingolstadt und Magdeburg. Leute, wir hätten einfach die Meisterschaft in dieser Folge jetzt schon klar machen können. Damit hätte ich auch gar nicht gerechnet. Die Scouting-Berichte bringen hier im Moment noch überhaupt gar nichts. Wirklich überhaupt nichts. Aber was soll ich sagen? Das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like unter diesem Video da. Vergesst nicht, unten abzustimmen. Das wäre sehr schön. Bis dahin sehen wir uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Macht's gut. Haut rein. Ciao. I just wanna stay bad, stay mad, shit by my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being